Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die Variante 2 von dem Raindrops Armband mit zwei Gabeln. Das hier war ja die Variante 1 und zwar haben wir hier drinnen ja einen Farbverlauf, der komplett mit Schwarz war und draußen haben wir Weiß und jetzt wird der Farbverlauf in Regenbogen sein. Es wird sich nicht so viel daran ändern, nur dass wir hier drinnen halt die Farben wechseln. Ich drehe das Video einfach, weil viele es doch manchmal nicht so umsetzen können, wenn man es nur sagt. Deswegen zeige ich euch das jetzt und wie gesagt, es ändert sich nicht so viel zu dem mit der Variante 1, aber ich drehe es einfach jetzt mal für euch. So, und dann fangen wir an. Ihr nehmt wieder die beiden Gabeln, die ihr zusammen gemacht habt. Wählt euch eine Vorderseite aus. So, dann legt ihr das so hin und dann starten wir mit Weiß. Wie gesagt, es wird ja jetzt dieser Farbverlauf sein und es wird auch in dem folgenden Armband, was hier weiß ist, auch jetzt wieder weiß sein. Das heißt, wir fangen an und spannen ein weißes Gummiband von der ersten Gabel zur zweiten Gabel und in der Mitte machen wir das über Kreuz. Über die erste. Ihr dreht euch das über die zweite, dass es so aussieht. Jetzt nehmt ihr ein weiteres weißes und macht es von Gabelspitze 1 zu gegenüberliegend 1. Und ihr nehmt ein weiteres weißes und macht es von Gabelspitze 4 zu gegenüberliegend 4. Jetzt nehmt ihr eure erste Farbe, in meinem Fall wäre das Gelb, und die legt ihr über die Gabelspitze 2 und 3 und gebt sie auf gegenüberliegend 1, dass es so aussieht. Ihr nehmt euch wieder Gelb, legt es auf 2 und 3 und geht auf die Gabelspitze 4 gegenüberliegend. Das ist eure Vorderseite, das müsst ihr euch merken. Das ist eure Rückseite. So, um die Gummis jetzt drüber zu heben, nehmt ihr eure Fingernägel. Ihr könnt eine einfache Häkelnadel nehmen oder ihr nehmt euren Hook, je nachdem, was ja, mit was ihr es am besten machen könnt. Nun wird das unterste Weiße, was ihr vorhin über alle vier Gabelspitzen gespannt habt, wird auch wieder über alle Gabelspitzen gehoben. Das heißt, ihr nehmt es und zieht es über alle vier und lasst es in der Mitte herab. Ihr dreht es und macht auch hier das untere komplett über alle vier drüber und in die Mitte ab. Eure Rückseite, eure vordere Seite. Nun nehmt ihr wieder zwei Weiße. Das erste legt ihr von 1 zu 1. Das zweite legt ihr von 4 zu 4. Auf der vorderen Seite nehmt ihr von der Gabelspitze 4 das untere Weiße und hebt es über das obere Weiße, über die Gabelspitze und lasst es herunter. An Gabelspitze 1 nehmt ihr ebenfalls das untere, hebt es über das obere, über die Gabelspitze in die Mitte. Ihr dreht das Ganze. Und hier auf der Rückseite hebt ihr die unteren beiden, in dem Falle Gelb und Weiß, über das obere Weiße, über die Gabelspitze in die Mitte. Ebenfalls auf der Gabelspitze die unteren beiden, über das obere Weiße, über die Spitze in die Mitte. Ihr dreht die Gabel
dass ihr wieder auf der Vorderseite seid. Ihr könnt euch das so merken, die Vorderseite ist die Seite, wo immer zwei Gummibänder über Gabelspitze 2 und 3 hängen, wie in diesem Falle. So, jetzt geht es weiter mit eurer nächsten Farbe. Und zwar ist das bei mir orange. Ich lege diese über 2 und 3 und gehe auf gegenüberliegend 1. 2 und 3 auf gegenüberliegend 1. Ich nehme erneut orange auf 2 und 3 und auf gegenüberliegend 4. 2 und 3, 4. Ich nehme ein weißes Gummiband und gebe es von 1 zu 1. Ich nehme wieder ein weißes und lege es von 4 zu 4. Und jetzt fange ich wieder an, das untere über das obere, über die Spitze und fallen lassen. Die unteren beiden gelben über die beiden orangen, über die Spitzen in die Mitte fallen lassen. Das untere weiße über das obere weiße, über die Spitze in der Mitte fallen lassen. Ich drehe die Gabel, nehme die unteren beiden über das obere weiße, über die Spitze und fallen lassen. Ebenso auf der vorderen Spitze, die unteren beiden nehmen, über das obere weiße, über die Spitze und fallen lassen. Ich drehe die Gabel wieder, sodass ich auf der Vorderseite bin und mache mit meiner dritten Farbe weiter. In dem Falle wäre es rosa. Ich lege es über 2 und 3, gehe rüber zu 1. Ich lege es über 2 und 3 und gehe auf 4. Ich nehme ein weißes, lege es von 1 zu 1 und ich nehme ein weißes und lege es von 4 zu 4. Und jetzt fange ich wieder an, die unteren, die eben schon auf der Gabel waren, drüber zu heben. Das heißt, das untere weiße über das obere, über die Spitze in die Mitte. Die unteren beiden Orangen über das rosafarbene, über die zwei Spitzen in die Mitte. Das eine weiße über das andere obere weiße über die Spitze in die Mitte. Ich drehe meine Gabel und nehme hier die unteren beiden, hebe sie über das weiße, über die Spitze in die Mitte. Die unteren beiden über das weiße, über die Spitze in die Mitte. Das Band könnt ihr euch hier so an der Seite ein bisschen rausziehen, wenn es größer wird. Ihr dreht eure Gabel wieder und startet mit eurer nächsten Farbe. Und das ist das, was ihr jetzt eigentlich nur die ganze Zeit machen müsst. Ihr wechselt hier immer den Farbverlauf und macht das Band so lange, bis es eure Größe für euren Arm erreicht hat. Wir machen es noch einmal zusammen. Rosa, meine nächste Farbe wäre rot, das heißt, ich lege von 2 und 3 gegenüberliegend auf 1. Ich lege von 2 und 3 gegenüberliegend auf 4. Ich lege ein weißes von 1 zu 1. Und ich lege ein weißes von 4 zu 4.
Das untere hebe ich über das obere, über die Spitze in die Mitte. Die unteren beiden über die oberen beiden, über die Spitzen in die Mitte. Das untere über das obere, über die Spitze in die Mitte. Ich drehe. Ich nehme die unteren beiden über das obere Weiße, über die Spitzen in die Mitte. Die unteren beiden über das Weiße, über die Spitze in die Mitte. Ich drehe meine Gabel, dass ich wieder auf der Vorderseite bin. Und ihr seht, hier kommt jetzt schon langsam der Farbverlauf. Ich habe auf der einen Seite meine Regentropfen und auf der anderen Seite habe ich das Band, ja, in nicht so einer schönen Ansicht, würde ich jetzt sagen. Also ich würde die Ansicht bevorzugen mit den Regentropfen. So, ihr macht das jetzt weiter, wenn ihr mit euren Farben durch seid. Ich habe jetzt noch Lila, Blau und Grün. Dann fange ich wieder, wenn Grün zu Ende ist, fange ich wieder mit Gelb an. Und wie gesagt, das mache ich so lange, bis es um mein Handgelenk passt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Armband zum Abschluss bringen. So, wenn ihr jetzt eure Länge erreicht habt, dann endet ihr wieder so, dass sozusagen auf der Vorderseite in der Mitte die beiden farbigen liegen, links und rechts jeweils die weißen und auf der Rückseite liegt links und rechts jeweils ein weißes. Ihr fangt jetzt an und hebt die äußeren, die weißen von links und rechts mit auf die Gabelspitze 2 und 3. Ihr nehmt also das Gummiband, macht es so herunter und legt es auf 2 und 3 und auch auf der anderen Seite herunternehmen auf 2 und 3. Ihr dreht die Gabelspitze, habt auch hier links und rechts je das Weiße. Ihr nehmt es und macht es auf 2 und 3 und auch hier auf 2 und 3, dreht es wieder nach vorne. Jetzt nehmt ihr ein weiteres Weißes und spannt es von 2 auf 3 und gegenüberliegend auf 2 und 3. Und jetzt hebt ihr die unteren Gummis, die eben schon drauf lagen, über das neue Weiß drüber. Das heißt, auf der Vorderseite habt ihr 4, die ihr drüber hebt. Und einfach in der Mitte ab. Ihr dreht die Gabel. Und hier hattet ihr 2, die unten drunter waren. Und hebt es über das neue Weiße drüber und in die Mitte und ab. Jetzt nehmt ihr euren Hook oder eure Häkelnadel und hebt euch diese Gummibänder ab. Einmal, zweimal. Habt ihr jetzt auf eurer Häkelnadel. Zieht euch das so ein bisschen straff und klemmt hier euren C-Clip ein. Guckt, dass beide auch schön drinne sind. Und macht es ab. Jetzt guckt ihr, wie das Armband an den Arm kommt. Das heißt, das ist die Vorderseite. Also dreht ihr es so. Und hier an dem anderen Ende seht ihr dieses Runde. Und das benötigt ihr. Und das wird ebenfalls in den C-Clip eingehängt. Ihr könnt die Häkelnadel oder euren Hook dazu verwenden. Macht es so drauf. Zieht es auch hier etwas straff und klemmt jetzt euren C-Clip ein. Und macht es von der Gabel ab. So sieht es dann aus. Und fertig ist euer Armband. Also nicht viel anders zur ersten Variante. Ich wollte euch halt nur zeigen, wie ihr diesen Verlauf hinbekommt, weil doch viele kleine Zuschauer zusehen und es halt nicht so richtig dann umsetzen können, wenn ich es nur sagen würde. So sieht es dann aus. Es geht rundherum. Das war die erste Variante, wo in der Mitte nur ein Farbverlauf war. So. Ich freue mich wie immer über ein Däumchen nach oben
und würde mich freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos mit ansehen würdet und euch vielleicht ein wenig inspirieren lasst. Bis bald!